Teamwechsel in Düsseldorf. Desiree Groller und Alex Komasinski erwartet ein schmerzhafter Notfall. Und der nächste. Oh. Krankentransport chirurgisch. Iserlohner Straße Richtung Ratterbruch. Transport mit Priorität, aber ohne Sondersignale. Jawohl. Also ist jetzt kein Notfalleinsatz, sondern wirklich ein Einsatz gewesen, der primär einen Krankenwagen hätte fahren können. Aber da wahrscheinlich zurzeit keine in der Nähe waren, wurden wir alarmiert. Ein Krankentransport mit Priorität, wie es jetzt alarmiert war, hieß für uns, dass wir sofort dorthin fahren, dass es ein zeitnahes Ereignis gab und eventuell auch derjenige gar nicht in einer Wohnung im Warmen ist, sondern in Witterungsverhältnissen, wo er sich nicht unbedingt lange aufhalten kann, mit der Verletzung, mit der er sich nirgendwo hinbewegen kann. Oh, das sieht auch schön eng aus. Ja. Aber wir können vorne aufpollern, damit du nicht irgendwie rückwärts raus musst, wenn es keine Wendemöglichkeit gibt. Ja, schauen mal. Ich habe es ja noch ein bisschen bis zur Adresse. Oh, hier wird ein bisschen eng. 13. Das könnten. Hier vielleicht gleich. Oh. 18 bis 22, 7, 5, da wo die stehen vielleicht. 5, 2. Hier, das rote Haus ist das, oder? Ja, wenn es nicht sogar die Leute sind, die da stehen, weil wir keinen Namen haben. Aber die. Sie. Hier ist die Hausnummer 3. Ja, hier. Ah, okay. Jetzt. Die Dame, die auf einem Bein gerade steht. Ich fahre mal direkt ein bisschen vor, dass sie sich auf die Trage legt. Ja, super. Mach das. Hallo, guten Tag, Groller vom Rettungsdienst. Hallo. Kann ich mich erstmal irgendwo hinsetzen? Machen wir. Okay. So, wir holen direkt die Trage raus, ja, dass sie sich da einmal drauflegen können. Vorsicht, du hast hier Schlaglöcher direkt, wo ich geparkt habe. Oh ja. Als ich mich der Patientin näherte, um eigentlich zu fragen, guten Tag, was ist passiert, sagte sie sofort, ich muss mich hinsetzen, ich kriege einen Krampf, sodass wir als erstes erstmal die Trage geholt haben, sie in den Erdtegel reingeholt haben und dann das eigentliche Gespräch, guten Tag, ich bin und was ist passiert, im Erdtegel angefangen haben. So, Sie passen dementsprechend auf die Kleine auf, oder? Ja, na klar, ja. Wir werden jetzt gleich erstmal noch herausfinden, was los ist. Dann werden wir herauskommunizieren, wo es hingeht. Falls sie ins Krankenhaus in eine ambulante Behandlung möchte, dann werden wir sie informieren, wo es hingeht. Warte erstmal so lange hier, ne? Wäre vielleicht in Ordnung. Mach mal kommt gleich. Dann erzählen Sie mal. Sie sind in dieses Schlagloch gekommen. Ja, richtig. Ich hatte den Kinderwagen. Ja. Und ich bin in den Schlagloch gekommen und bin dann mit dem Fuß geknickt. Rechts und dann nach innen weggeknickt? So, genau, nach innen. So ja. Und ich kann den nicht bewegen, ich kann gar nichts machen. Der fühlt sich wie in der Zeit am Pochen, das so geht nicht mehr. Ich gehe nur mal ans Knie jetzt gerade, ja? Hier oben? Tut das auch schon weh? Ja, das tut weh hier. Entschuldigung. Sind Sie auch noch mal aufs Knie dann gefahren? Nein, aufs Knie bin ich gleich. Ich bin zieht nur das so umgeknickt. Weit hoch? Das, ja, hier habe ich jetzt keinen Schmerz, aber jetzt hier. Ja, kann man die Hose so weit hochziehen? Ja, ich denke schon. Sieht nicht ganz so. Wie elastisch ist das? Ah ja. Ist das jetzt hier außen oder? Nee. Da so? Hier. Da in dem Bereich. Okay. Aber wenn ich hier da dran gehe, die Kniescheibe selber nicht. Dann gehe ich nochmal hier den Knochen lang. Hier. Da ist da vorne. Da vorne. Ich würde einmal diesen Schuh ausziehen, vorsichtig das Bein anheben und den nach unten wegziehen, damit wir sehen, ob das dick ist und auch kühlen können gegen die Schmerzen, okay? Ganz vorsichtig, ja. Weißt du das? Oh. Okay. Haben sie geschafft. Wir haben im RTW ihr dann den Schuh ausgezogen, da es auch einer war ohne Schnürsenkel. Nach einer Verletzung schwillt schon mal ein Fuß an, wollten wir den frühzeitig ausziehen und dann eben auch begutachten, sehen wir blaue Flecke, sehen wir Schwellungen oder sogar Fehlstellungen, die auf eine Fraktur hindeuten. Dabei sind die Sanitäter besonders vorsichtig, um es der jungen Frau erträglich zu machen. Der Schmerz ist jetzt hier, wo es so dick ist, im Außenbereich? Oder ist es auch hier? Hier in der. Sehen Sie, da, wo du. Da spüre ich den Schmerz. Hier? Weiter runter. Ja, da. Oh, ja. Ich gehe nur von außen, ich zeig drauf. Hier so, ne? Ja.
in dem Bereich, genau. Haben Sie ein Knallen gehört, als würde was reißen oder ein Knirschen? Als würde was reißen, aber jetzt ist das da so am Pochen. Es kann, wird da was berührt sein, als würde das was innerlich berühren. Es kann sein, dass Sie sich eins der Bänder überdehnt oder sogar gerissen haben. Ein Außenband. Okay. Ich weiß nicht, wie sich sowas anfühlt. Ich habe gemerkt, dass der Schmerz, der kam sofort hoch. Mein Mann hat erst mal gelacht, hat gesagt, stell dich nicht so an, aber ich bin echt nicht schmerzempfindlich, aber der Schmerz, der kam sofort. Ich habe mich nicht geschafft, Sie haben ja gesehen, wo ich stand. Ja, ich habe es ja gesehen, Ich habe nicht geschafft, noch auf dem Bürgersteig drauf. Wir versuchen das jetzt mal als kühlend an die Seite zu legen, damit es erstmal nicht mehr anschwillt und vielleicht auch den Schmerz etwas reduziert, ja? Ich habe den Fuß dann kurz untersucht, getestet, dass sie keine Sensibilitätsstörung hat, keine Fehlstellung. Sie hatte lediglich eine Schwellung, die man feststellen konnte. Alex hat dann ein Kühlpack geholt, um der Schwellung und den Schmerzen auch entgegenzuwirken. Wir haben das Bein ruhig gestellt. Ich würde sie einmal mit ins Krankenhaus nehmen, damit man ein Röntgenbild machen kann, um zu schauen, ob das Sprunggelenk selber, die Knochen intakt sind und dann weiter zu schauen, ob die Bänder vielleicht in Mitleidenschaft gezogen sind. Ja? In welches Krankenhaus? Vielleicht weiß mein Mann Bescheid, damit dann, falls was ist, der dazukommen soll. Wir würden einmal telefonieren, welches frei ist. Ja, ja, natürlich. Nur, dass mein Mann Bescheid weiß. Auf jeden Fall, den holen wir gleich noch mal rein. Wir bräuchten nur einmal kurz Ihr Alter. Ja, 33. Das hat auch immer auf den letzten Metern passiert, ne? Ist nicht, Sie sind nicht die Einzige, die immer so kurz vor der Haustür. Ach so, ja, mein Mann sagt schon zu mir, kurz vorm Ziel kackst du ab. Waren Sie gerade spazieren oder was? Ja, wir waren bei meiner Mama und wollten jetzt Richtung nach Hause. Ja. Ja. Und das ist immer so blöd, wenn man den Kinderwagen hat, weil abgesehen von dem Schlagloch ist der Bürgersteig so. Das heißt, wir müssen auf die Straße laufen. Ja. Ne? Aber andersrum, mit dem Kinderwagen konnten Sie noch verhindern, dass Sie ganz hinfallen, oder? Ja. Da konnte ich, konnte ich noch verhindern, aber ohne wäre ich vielleicht geradeaus auf dem Bürgersteig durchgelaufen und mehr das Schlag doch gesehen. Ich sag jetzt gerade noch dem Ehemann Bescheid, die Dame ist soweit versorgt, circa, genau, in der 3, circa 10, 15 Minuten. Vincent? Mhm. Der Ehemann wartet draußen gespannt auf ein Update. Wir würden ins Vinzenz Krankenhaus fahren. So. Gleich dahin, lass die Kleine, bring die zur Mama. Ja. Und kommst du da hin? Zwei Vinzenz Krankenhaus? Vinzenz, genau. Da weißt du wo, ne? Ja, deren Dorf, wo die sind, dort vier fährt. Okay. Ja, gut. Ist da was Schlimmes? Kann sein, dass die Bänder überdehnt sind oder ein Band gerissen ist außen. Okay. Ja, gut. Das muss man jetzt einmal abklären, ne? Wenn Schatz, ich habe auch nicht so viel Akku auf meinem Handy. Okay, dann bis gleich, ja? Danke. Ich mach zu, brauchen Sie nicht. Danke. Die Fahrt zur Klinik wird vor allem Notfallsanitäterin Desiree in Erinnerung bleiben. Ja, das sind die Schlaglöcher, die können wir gerade nicht so ganz vermeiden, leider. Ja, dass überhaupt so eine Straße hier. Ich habe gerade zu meinem Mann gesagt, selbst im tiefsten Dorf bei dir sehen die Straßen nicht so aus wie hier gerade. Ach, Schwerte. Ich bin mal in Schwerte gefahren. Ja? Fast nur solche Straßen. Echt? Ja. Aber sind Urdüsseldorferin oder? In Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Also wirklich hier in Rath. Ja. Ja. Waren Sie dann auch berufstätig, bevor Sie überhaupt dann Kinder gekriegt haben? Oh, hier in Düsseldorf? Sehr, sehr lange. Ich war auch selbstständig. Was haben Sie gemacht? In der Gastronomie. Oh. Ich bin in der Gastronomie reingeboren. Also ich sage leider, weil mit zwei Kindern ist das schwierig, noch in die Gastronomie reinzugehen. Das heißt reingeboren? In welchem Bereich war da Ihre Familie? Meine Eltern haben das erste Restaurant in Düsseldorf aufgebaut. Kennen Sie das Rigoletto? Das ist 76 in Rath, Düsseldorf-Rath. Es sind 76 eröffnet worden. Das war das erste italienische Restaurant. Und ich war dann auch selbstständig mit meinem Papa zusammen in Friedrichstadt, aber auf der Oberwilfer Allee. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ich bin zugezogen, von daher kenne ich das leider noch nicht so. Aber Oberwilf ist ziemlich zentral. Mhm. Auch unter dem gleichen Namen dann? Nee, das war Vulcano. Das hier ist Rigoletto. Und den Laden in Bild hatte mein Vater dann, glaube ich, 37 Jahre. Wow. Die Fahrt ins Krankenhaus war mega interessant für mich. Das war eine sehr interessante Persönlichkeit. Jemand, der hier in Düsseldorf groß geworden ist, mit Großfamilie, eigene Läden hier eröffnet hat. Das ist so der Teil, der mir immer am meisten Spaß macht an dem Job. Nicht nur immer helfen durch Medikamente und
lebensrettende Sofortmaßnahmen, sondern die Menschen, die wir dann kennenlernen, die ich sonst in meinem Alltag nicht kennengelernt hätte, in so einem kurzen Moment mit dem, was sie preisgeben von sich. Gleich zeigt sich, was das Röntgenbild preisgeben wird. Das ist jetzt die Einfahrt hier. Ja, ja. So scharf bin ich. Wir sind ja da. Desiree behält recht. Die junge Frau hat sich die Bänder im Fuß nur überdehnt. Nach ein paar Stunden konnte sie wieder nach Hause.